Alter, ich hab so Schiss gerade, dass ich den Fisch verliere, weil sie so knapp hängt. Sieht aus, sie hat sie eine Flunke drin. Und kann sie nicht gebrucken. Ich habe auch keine Billyboot-Routine, dass ich jetzt sagen kann, ich mache hier draußen den Dicken. Das muss man aufpassen, dass sie nicht unter deinem Boot gleich durchspringen. Yes! Ah! Oh! Mann, Puls 5000! Scheiße, Angeln ist so gefährlich fürs Herz. So, also hier ist der Fisch. Verdammt, war das schön. Meine erste Meerforelle vom Billy beim zweiten Anlauf. Das ist Rügen auf jeden Fall. Ja, sehr schöner Fisch. Sehr silber. Wunderbar. Das wird heute Abend schmecken. So Gunnar, dann erzähl mal, was ist denn wichtig beim Meerforellenangeln? Was ist das für eine Frage, alles? Nein, was ist wichtig? Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Dass man sich nicht so, ja, wie soll ich sagen, dass das Wetter einfach passt. Ich habe immer so das Gefühl, so wie heute, so wir haben noch März irgendwie, das Wasser ist eigentlich noch scheiße kalt, in Anführungsstrichen. Und jetzt ist es aber einfach so, dass ein warmer Tag war und da sind sie eine normalerweise auch sofort in der Flachwasserzone und sind aktiv. Und das ist halt einfach das, was du als Angler brauchst. Er Mefo live. Ey, wie fett. Jetzt schlägt er mit seinem ersten Fisch meine PB. Ich dreh durch. Und ich muss hier hunderte Fische fangen, ey, um sowas zu kriegen. Ja, da ist ein sehr schöner Fisch. Sehr, sehr schön. Ich hab ihn gefangen. Ey, kannst du dir nicht vorstellen. Meine Beine zittern und nicht aus Kälte. Ey, das hab ich nicht mal bei 40er Marsch teilweise. Alles gut. Wichtig ist, dass du den Fisch nicht von unten in den Kescher schwimmen lässt. Alles andere ist egal. Ne? Pass gut auf deinen Kescher wieder auf. Deshalb meine ich ja, mit den ohne Leine, so ich hätte das Ding jetzt auch abgekeschert. Du solltest das am Anker sein, am Wind auf der anderen Seite. Naja, ist ja egal. Wir lernen. Du hast dir den richtigen Lernfisch ausgesucht. Aber wie viele Runden will sie dann noch um dich schwimmen, ja eigentlich? Ganz schön irrer Fisch, so, ne? der Typ, so, ne? wie geil, ey. Aber wie gesagt, da kam auf Ansage, hast du ja mitgekriegt, das Billyboot wollte nicht mehr treiben von alleine. Strömungskante, Warmwasserbereich. Bäm, ne? Ja. Aber so langsam ist sie reif. Also, weißt du, wie ich meine? Wenn sie jetzt sagen würde, sie geht nochmal 50 Meter, dann würde ich ja sagen, okay, aber das macht sie nicht mehr. Ich will dich nicht drängen, aber irgendwann wird so ein Haken auch mal wieder ein bisschen lockerer im Laufe der Zeit. Ich würde sagen, bevor sie dir nachher irgendwann mal hier unten irgendwo gegen irgendwelche Steine noch zwischenballert oder irgendwie so, einfach gucken, wie sie drauf reagiert, wenn du mal hochnimmst und mal einen Kescher in die Hand nimmst schon. Genau. Wir haben schon wieder 6 Minuten Drill hinter uns. Ah, das war ja noch kein Abziehen. Ein bisschen was muss sie ja machen, so, die erholt sich ja bei dir im Drill. Die macht ja Urlaub. Ja. Bin ich auch mal gespannt, ob es was wird, aber ich glaube, das wird was. Ey, nimm den Fisch jetzt da. Yes! Yes! Geil! Yes! Alter, endlich mein Herz, so, ne? Yes! Heb hoch die Kiste doch! Oh. Wir wollen ja sehen, was das für ein Brocken ist. Ja, oh. Herrlich. Stark! Yes! Ah. Yes! Ah. Yes! Schöner Fisch. Oh, geil! Yes! Yes! Danke nochmal an Gunnar hier fürs Guiding. Bellyboot rockt natürlich 10-fach so ein Fisch. Habe ich natürlich noch nie gefangen. Das ist mein erstes Mal auf Meerforelle. Bin so happy. Also das. Ich habe mir sagen lassen, das ist ein guter Fisch. Ja, besser geht nicht. Ja, für einen Einsteiger eine Frechheit. Aber so geht's nicht anders. Ich habe noch nie Meerforelle geangelt. War. Also ich sag's dir so, mein erster Fisch sah genauso aus. Ne? Und danach bin ich eine Woche gegangen, habe nicht mal einen Biss gekriegt. Also Fisch der 1000 Würfe hin oder her. So, ich denke mal, im Normalfall liegt es eher unter 1000 Würfen.
Aber es liegt halt daran, dass man an irgendeinem Tag morgens aufsteht irgendwie so und der Fuß ist der richtige, der als erstes aus dem Bett fällt. Und dann geht man halt los und fängt mal drei so und hat dafür irgendwie bloß 300 Würfe aufgebraucht. Und dann gibt es halt wieder Schneidertage. Man kann das so gar nicht so 100%ig sagen, was da wichtig ist. Wie gesagt, Ausdauer. Viele machen Kultrituale, ich auch. Zum Beispiel vor Meerforellenangeln rasiere ich mich auch so. Ich finde das, keine Ahnung, für die Ladies unter den Meerforellen finde ich das immer ganz spannend, dass man dann auch ein bisschen gepflegt aussieht und nicht wie so ein Terrorist. Und so ist halt irgendwie Meerforellenangeln für mich. Habe ich also Glück gehabt, dass ich unrasiert überhaupt gefangen habe? Sozusagen habe ich ja gesagt, so, ne, das hast du ja auch einen Mann gekriegt. So, ne? Ich hab einen Bock geschossen, so, nicht eine Lady. So ist es. Nein, wunderschöne Fische. Wie gesagt, wir haben zwei gute blanke Fische weggekriegt. Die eine ist gut wie 70, die andere ist gut wie 60. Wir werden das nachher am Ufer sicherlich noch messen und vielleicht auch nochmal die Fische nebeneinander legen, dass man das dann sehen kann. Wir werden heute Abend noch mehr Forelle essen, das ist auch wichtig. Also mehr Forelle gehe ich schon angeln, auch nach dem Prinzip, dass ich die Fische essen möchte. Also sind einfach vorzügliche Speisefische, was immer wieder Spaß macht. Man muss nicht alles abkloppen, nicht jeder Fisch, der gerade auf einen Zentimeter wie 45 erreicht hat, der muss nicht gleich immer niedergemacht werden. Aber so, wenn sie dann erstmal eine gewisse Größe haben, dann sieht das schon ganz gut aus, egal was man dann macht, ja, am Ende dann, bevor man es isst. Ja. Frage jetzt, ne? So, wie ist denn das jetzt so? Billyboot, Meerforelle? Die erste? Absolut geil. Wie der abgegangen ist, das ist unglaublich. Kann man keinem antun. Ist also wirklich, wenn du da eine Herzkrankheit hast oder so. So wie ich. Geht gar nicht. Das ist so übel, ey. Ja. Wenn man Schiss hat, dass der abgeht und da die Storys hört, dass sie springen und einfach mal flöten gehen und dann so ein Ding, dann hat man am Tag nur ein, zwei Bisse. Ja, vier waren es heute, ne? Jeder zwei. Aber gut ausgegangen. Ich bin echt happy darüber. Das war ein Erlebnis. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich mal so geschwitzt habe bei einem Drill. Und was meinst du, ist der Kescher jetzt wirklich zu groß, den du mit hast? Nein, ich glaube eher nicht. Ich habe dir sagen lassen, das ist nicht die Durchschnittsgröße. Ja, das ist richtig. Ja, wenn man keine Ahnung hat. Ja, nee, das ist richtig. Viele Leute, ja, es gibt ja auch Leute, die fahren raus zum Trolling so, dann fangen sie irgendwie eine 80er Forelle und freuen sich, springen im Kreis und dann sagt der Guide so, ja, das ist aber eine schöne Meerforelle. Wie Meerforelle? Dann geht das Grinsen runter, wieso ist das kein Lachs? Dann sagst du, nein, das ist eine Meerforelle und dann gucken sie alle doof. Ne, so nach dem Motto, oh nö, das ist ja kein Lachs. Scheiße, dann muss ich mich nicht freuen, wir sind ja beim Lachstrolling. Ne? Naja, das ist, ja, keine Ahnung, viele Leute schätzen das nicht so. Ne? Auch an dem Gerät, das ist geil. Mhm. Gestern noch Barsche mitgezogen und jetzt, ja, so eine Meerforelle. Machen die top mit, also wo sollen sie hinschwimmen? Man muss ein bisschen aufpassen wegen den Steinen am Grund, aber sonst... Ja, mit Zeit und Geduld und Spucke, ne? Davon hattest du viel. Das ist gut. Fisch! Leichtbiss! Oh. Alter, siehst du, jetzt habe ich ein Problem. Ich meine, es ist ein kleiner Fisch. Es gibt immer das Problem, dass du nicht weißt, was machst du jetzt mit so einem kleinen Fisch, ne? Jetzt musst du ihn halt beruhigen. Das ist halt eine kleine Süße. Ich bin schon überlegen, ob ich sie wirklich in den Kescher nehme oder sie mit der Hand wieder versuche. Sie tobt sich hier auf jeden Fall richtig einen ab und aus. Und wieder auf den größten Blinker, den ich irgendwie in der Box habe. So, es ist einfach nur schräg. Und ja, Petri trotzdem, ne? Forelle ist Forelle. Wenn sie klein ist, kriegt sie halt ein Küsschen. Wo kam das Fräulein her? Hopp. Kleiner Fisch, ne? Aber hübscher Fisch. Lass ihn mal zu dir schwimmen. Ja, so schnell geht das, ne? Schön. Das ist doch. Und dann wieder, ne? 32 Gramm, so nach dem Motto, ey. Forellen sind so gierig, ne? Die sind ähnlich gierig wie ich, so. Ich will auch immer fangen und fangen und fangen. Und die wollen immer fressen und fressen und fressen. Ne? Wie sieht's aus mit dem verwendeten Gerät? Was hast du da? Ja, na, wie du siehst, habe ich hier zwei Ruten in der Hand, so, die ich beide sehr gerne fische zum Meerforellenangeln. Das sind Ruten aus der neuen Element Rider Serie, der aus einer Ashuras, die mehr oder weniger recht, als Wolfsbarschruten vielleicht konzipiert worden sind. Dadurch sind sie natürlich ein bisschen mit einer gewissen durchgehenden Aktion irgendwie unterwegs, federn die Forellen recht gut ab. Man kann sich halt entscheiden, ob man sich mit einer großen, etwas schwereren Rute in 270, mit großen Blinkern, so wie ich zum Beispiel, heute mit einem 32 Gramm Blinker meinen
meine Forelle gefangen und du hast mit der 20 Gramm Variante und mit dem kleinen Köder, mit dem 20 Gramm Blinker deine große Forelle gefangen. Man weiß also vom Prinzip her am Ende nicht genau, was darauf beißen wird und ja, sie sind halt dafür da, um gewisse Gewichte abzudecken. Was hier dran der Vorteil ist, wir haben das auch ein bisschen probiert heute. Wir können damit auch ja, sehr schnell mal einen kleinen Wobbler irgendwie fischen und das werde ich mal ganz kurz tun so, nur dass die Welt Bescheid weiß, in Anführungsstrichen, dass wir es nicht immer mit Blinker sein müssen. Also ich habe immer eine gewisse Auswahl noch an Wobblern. Wäre das Wasser heute noch eine Etage drüber geworden, hätte ich gesagt, wir müssen auf jeden Fall Wobbler, also die Wobbler in Einsatz bringen und wirklich bis in der Suspending-Phase abwarten, weil wenn das Wasser richtig derbe trübe wird, dann ist es, glaube ich zumindest, ein großer Vorteil, wenn wir den Fischen die Köderaufnahmen recht leicht machen. Forellen sind sehr sichtig, aber wie gesagt, wenn das Wasser es nicht zulässt, dann ist auch eine Forelle dankbar, wenn wir ihr ein bisschen Zeit einräumen. Ne? Also ich habe hier mal irgendwie so ein, der hat glaube ich 3/8 Unzen umgerechnet, hilf mir mal ganz schnell. Bei 3/8 Unzen sind wir bei 12 Gramm, 11 Gramm. 11 Gramm, ja, wir haben jetzt mal so einen 11 Gramm Köder. Ich gebe dir mal die andere Route zurück, bevor ich nachher meinen Fuß absenke. Ja, da liegt sie ganz gut. Auch solche Köder fliegen an solchem leichten Gerät natürlich enorm gut. Das muss natürlich immer schwer sein. Und man kann verschiedene Techniken durchführen, die dann auch Spaß machen. Also ich kann auch auf eine Meerforelle switchen. Hier habe ich jetzt immer einen Fast Floater, der auch eine, ja, wie soll ich sagen, eine ganz ausgeprägte, starke Wobbling Action hat. Einfach ein spaßiger Köder. Man kann ihn jetzt kurbeln und immer wieder mal einen Stop einbauen. Dessen würde er dann langsam hochkommen. Das wäre dann der Moment wieder, wie die Forelle zuschlägt. Man kann ihn auch twitchen. Kleine Twitches oder kleine Jerks in dem Falle her. Ne? Oder auch wirklich Twitches machen und mit etwas längeren Pausen arbeiten. Ja, wie gesagt, wir fangen auch damit eigentlich regelmäßig unsere Forellen. Letztes Jahr habe ich hier mal eine 7:0 Klatsche gekriegt. Also da hat man Wobbler gegen meine Blinker gefischt. Oder wir waren sogar zu zweit mit Blinker und haben zu zweit geschneidert auf den Blinkern, währenddessen die Wobbler irgendwie 7 Forellen gebracht haben. Das konnte man ja im ESOC sicherlich auch nachlesen. Ja, so viel zu dem verwendeten Gerät. Also Blinker, Wobbler, Küstenwobbler. Man sollte an seinen Köder glauben, das ist ganz wichtig. Wie gesagt, ich finde, Meerforellenangeln hat auch ein bisschen was mit Religion irgendwie so zu tun und sehr viel Esoterik. Der Typ, der an seinen Köder, an seine Technik und an alles Mögliche glaubt, wird auch im Normalfall derjenige sein, der am meisten Fische fängt oder gut fängt. Ja, also Vertrauen. So, also ich habe dann auch noch mal ganz schnell zu dem kleinen Wobbler gegriffen, den ich eigentlich testen wollte, erstmal auf Meerforelle heute. Einen Fehlattacke hat er schon gebracht, jetzt habe ich irgendwie eine, ja, vielleicht eine knapp maßige Forelle. Genau, hier ist der kleine Fisch. Eine hübsche kleine Forelle, aber wie gesagt, sie hat vom Prinzip her, was hat sie? Naja, so ein bisschen, weiß ich nicht. Ist auch uninteressant. Wir haben genug für heute zum Essen gefangen und wollen mal schauen, wie schnell die Fische wie immer sind. Und sie sind sehr schnell. Ja, der kleine Köder ist das hier, wie er hier im Keschernetz hängt. Sowas macht Spaß, das ist ultra gefährlich für Forellen. Da muss man gucken, da muss man auch gut haushalten. Weil ich habe, wie gesagt, solche Köder für so effektiv schon ja, gehalten und gefunden, dass man echt eine Waffenscheinpflicht dafür rausgeben kann. Ja?